Tag zusammen, die Heute Plus hier. Wenn das UN-Flüchtlingshilfswerk von der größten Krise unserer Zeit spricht, dann heißt das schon was. Die Lage der Rohingya ist allerdings tatsächlich besonders schlecht. Zum einen, weil es so viele sind, 600.000 Menschen nämlich, die ihre Heimat Myanmar verlassen haben. Eine Massenflucht, noch dazu innerhalb weniger Wochen. Und dazu kommt, dass ihr Ziel, das Nachbarland Bangladesch, selbst bettelarm ist. Die Vereinten Nationen wollen für die Rohingya das Mindeste erreichen. Sauberes Wasser, etwas Essen. Ein paar Euro wären das pro Tag und Flüchtling. In Genf sagten die Geberstaaten heute dann auch 290 Millionen Euro dafür zu. Aber ob sich alle an ihre Zahlungsversprechen halten, ist damit noch lange nicht gesagt. Wie wichtig es wäre, in Bangladesch noch Schlimmeres zu verhindern, erzählt eine Augenzeugin. Christian Rufus berichtet. Da wirken unsere Probleme ganz klein, schrieb gerade jemand. Allerdings muss man dazu sagen. Und am Tag der UN-Konferenz ist auch klar, selbst wenn alle Geberländer zahlen, was in der Vergangenheit auch schon sehr schleppend ablief, um alle Menschen in Bangladesch halbwegs zu versorgen, braucht es noch viel mehr als die heute zugesagten 290 Millionen Euro, nämlich schätzungsweise noch mal 80 Millionen obendrauf. Das sind gewaltige Zahlen, aber schon 3 Euro am Tag können einem Rohingya dort helfen, schätzt das UNHCR. Deswegen kann wirklich jeder Euro schon zählen, zum Beispiel einer von euch mit einer Spende. Noch ein paar Stunden, dann kommt er zusammen, der neue Bundestag, also die Abgeordneten, die wir gewählt haben vor genau einem Monat. Und mit der AfD im Halbkreis der Parteien wird es wohl auch etwas hitziger werden im Plenarsaal. Morgen, bei der ersten Sitzung zum Beispiel, steht eigentlich eine harmlose Zeremonie an. Da bekommt jede Partei einen Vizeposten für den Bundestagspräsidenten. Aber für den AfD-Kandidaten wollen die Politiker der anderen Fraktion nicht abstimmen. Und die AfD will keinen neuen Vize aufstellen. Also, die Personalien- und Pöstchensaison ist eröffnet und sie wird wohl zäher ablaufen als sonst. Zeit genug, mal ein paar Wissenslücken zu den vielen Arbeitsstellen im Parlament zu füllen. Jochen Spieß kittet die jetzt. 3 Wochen ist es her, dass Stephen Paddock in den USA 58 Menschen von seinem Hotelzimmerfenster aus erschoss und 500 weitere Verletzte. Die wackeligen Handybilder in den USA zeigen nicht nur die Panik auf dem Festivalgelände, man hört auch, wie schnell die Schüsse aus dem automatischen Gewehr fielen. Und ahnt dann eben auch, wie lang 10 Minuten unter diesem Beschuss sein können. Trotzdem hat dieses Massaker nur wenige in den USA zum Umdenken gebracht. Gerade heute trat die finanzstarke US-Waffenlobby NRA wieder für neue Gesetze ein, die das Tragen von Schusswaffen noch leichter und den Kauf von Schalldämpfern noch einfacher machen sollen. Es hat sich scheinbar nicht so viel verändert im Land der Freien und Bewaffneten. Aber in Las Vegas selbst ist eben doch wenig wie vorher. Ralf Schepanski war für uns vor Ort. Wie immer nach solchen Taten sprechen sich übrigens in Umfragen jetzt mehr Amerikaner für schärfere Waffengesetze aus. Aber die NRA, die Waffenlobby, hält natürlich nach wie vor dagegen und zwar ziemlich mächtig. Sie hat ja auch ein Jahresbudget von 250 Millionen Dollar und viele Unterstützer, auch im US-Kongress, der ja nach wie vor republikanisch dominiert wird. Also so bald wird sich da nichts ändern. Und das war heute auch noch wichtig. Lange Zeit hielt man die Reichsbürger, die den deutschen Staat ablehnen und sich eigene Gesetze geben, vor allem für Spinner. Wie gefährlich sie aber sein können, hat sich vor einem Jahr gezeigt. Da hat der selbsternannte Reichsbürger Wolfgang Plahn direkt vor seinem Haus einen Polizisten erschossen und 2 weitere Beamte verletzt. Jetzt hat das Landgericht Nürnberg-Fürth den 50-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei der Urteilsbegründung blieb Wolfgang Plahn übrigens demonstrativ sitzen. Ein letzter Beleg dafür, dass er den deutschen Staat ablehnt, bevor er jetzt für ihn ins Gefängnis gehen muss. Nach der Schlappe bei der Bundestagswahl stellt sich die SPD gerade neu auf. Auch ein neuer Generalsekretär muss daher. Martin Schulz hat heute seinen Wunschkandidaten vorgestellt. Lars Klingbeil, 39 Jahre und bisher Digitalexperte bei der SPD, soll der neue Mann fürs Offensive in der SPD werden. Und genau da liegt dann auch schon das Problem. Viele wünschen sich nämlich eine Generalsekretärin. Die Partei soll ja weiblicher werden und das wird auch an anderer Stelle schwer, denn die beiden SPD-Frauen, die für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten kandidieren sollten, die haben jetzt einen Rückzieher gemacht und nun wurde Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann dafür nominiert. Und aus der Abteilung mal wieder, zum 5. Mal ist Cristiano Ronaldo zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Er setzte sich gegen Neymar und Messi durch. Etwas überraschender ging Manuel Neuer in der Kategorie Torhüter des Jahres leer aus.
Weltfußballerin wurde die niederländische Europameisterin Lieke Martens und Trainer des Jahres Realcoach Zinedine Zidane. Und zum Schluss haben wir noch was Stimmungsaufhellendes für die Nicht-Weltfußballer unter uns. Eine Frau nämlich, die zeigt, dass dieses Konzept mit dem lebenslangen Lernen echt aufgeht. Und zwar egal, was man wann noch lernen will. Suse zum Beispiel war 58, als sie beschloss, Musikerin zu werden. In einem Alter, in dem die meisten also schon an ihren finalen Rentenbescheid denken. Und Suse wollte nicht Konzertpianistin werden oder so, sondern gleich auf die ganz harte Tour Geld verdienen. Als Techno-DJ. Was aus ihrem Plan geworden ist, zeigt euch Andrea Butke. Interessante Pläne, die ihr so habt, wenn ihr 60 seid, wollt ihr irgendwie einen Privatkoch und einen Harem. Na, viel Spaß dabei. Falls ihr euch für einen DJ-Kurs interessiert, für den in Dubai, den Suse gemacht hat, muss man übrigens schlappe 5.000 Euro hinblättern. Es gibt solche Kurse aber auch an jeder besseren Volkshochschule in Deutschland. Kosten dann gerade mal ein Fuffi aufwärts. Den perfekten Übergang lernt man da trotzdem. Den kann ich aber auch so. Schluss mit heute plus. Ich sag danke. Ich sag bitte morgen wieder und tschüss sage ich auch noch.